Mitbestimmung, ein gutes Stück Demokratie im Arbeitsleben. Es geht nicht immer fair zu auf unserer Welt. Der Standpunkt des einen, Moment mal, war lange Zeit viel weniger interessant als der eines anderen. Die Zeiten haben sich geändert, zum Glück. Das gilt in der Politik, aber auch im Job. Generationen von Arbeitern und Arbeiterinnen haben dafür gekämpft, dass wir heute in Deutschland die Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen haben. Ein Stück Demokratie im Arbeitsleben. Denn Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben nun mal unterschiedliche Interessen. Während Manager oft auf kurzfristige Gewinne abzielen, haben Beschäftigte das Ziel, langfristig Arbeitsplätze und Lohnzuwachs zu sichern. Nur durch die Mitbestimmung findet auch ihre Position Gehör und Eingang in die Unternehmensentscheidungen. Das sorgt für mehr Stabilität. Wie wichtig der Einfluss der Arbeitnehmervertreter ist, zeigt sich aber auch und ganz besonders in Krisenzeiten, wie jetzt während der Corona-Pandemie. Betriebsräte sorgen über Betriebsvereinbarungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit. Etwa durch neue Möglichkeiten zur mobilen Arbeit. Und die Gewerkschaften sichern mit ihren Tarifverträgen Arbeit und Einkommen. In mehreren Branchen haben sie zudem tarifliche Vereinbarungen durchgesetzt, mit denen das Kurzarbeitergeld für Betroffene spürbar aufgestockt wird. Dass die Mitbestimmungspraxis oft dabei für alle Seiten gut ist, belegen aktuelle Studien der Hans-Böckler-Stiftung und von anderen Wissenschaftlern. Mitbestimmte Unternehmen kommen nachweislich besser durch Wirtschaftskrisen und Zeiten notwendiger Umbaumaßnahmen. Das hat sich in der Wirtschaftskrise von 2009 ganz klar gezeigt. Mitbestimmung beflügelt Investitionen. Unternehmen mit paritätischer Mitbestimmung im Aufsichtsrat investieren 12,7% mehr als andere. Das steigert langfristig Produktion, Wachstum und Löhne. Mitbestimmte Unternehmen arbeiten außerdem produktiver und das ist nicht verwunderlich. Mit den Arbeitnehmervertretern hält auch ganz praktisches Arbeitswissen Einzug in die Unternehmensentscheidungen. Mitbestimmte Unternehmen bilden mehr qualifizierten Nachwuchs aus. Sie sind familienfreundlicher und haben mehr Frauen in Führungspositionen. Und jetzt? Alles eitel Sonnenschein? Leider nicht. Denn die Mitbestimmung ist heute zwar ein Recht, doch sie ist nicht unangefochten. Manche Chefetagen kämpfen auch heute noch mit allen Mitteln gegen die Einführung betrieblicher Mitbestimmung oder behindern Betriebsräte bei ihrer Arbeit. Insgesamt geht die Zahl der mitbestimmten Unternehmen in Deutschland sogar zurück. Der Zuwachs an prekär Beschäftigten, Freelancern, Crowdworkern und Solo-Selbstständigen stellt die Idee der Mitbestimmung vor ganz neue Herausforderungen. Und besonders viel ist noch zu tun auf internationalem Terrain. Ein Recht auf Mitbestimmung ist zwar in vielen europäischen Ländern verankert, die Standards sind jedoch sehr unterschiedlich. Exotische Rechtsformen, aber auch die Europäische Aktiengesellschaft SE werden gezielt genutzt, um deutsches Recht zu umgehen und Mitbestimmung zu unterlaufen und so die Stimme der Beschäftigten zu unterdrücken. Solche Gesetzeslücken müssen geschlossen werden, damit die Vorteile der Mitbestimmung gesichert werden. Dabei ist die Bundesregierung genauso gefragt wie die Europäische Kommission. Am 1. Mai 1890 wurde zum ersten Mal weltweit der Tag der Arbeit begangen. Heute, 130 Jahre später, sind wir schon viel weiter als damals, stehen aber gleichzeitig vor neuen, großen Herausforderungen. Zum Tag der Arbeit bedanken wir uns bei zehntausenden Betriebsrätinnen, Betriebsräten und Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten für ihren tollen Einsatz für Kolleginnen und Kollegen. Die Hans-Böckler-Stiftung wird euch auch im nächsten Jahr nach Kräften unterstützen.